30 Grad im Schatten. Der Sommer beginnt. Selbst für uns Menschen kann der Sommer eine ganz schöne Qual sein. Doch wie ist es mit unseren Nagetieren? Dämmerungsaktive Bodenbewohner wie zum Beispiel der Gold- oder Zwerghamster können im Gegensatz zu uns Menschen nicht schwitzen. Deswegen zeige ich euch in diesem Video, wie ihr euren Nagetieren etwas Abkühlung verschaffen könnt. Ihr könnt feuchte Handtücher in eurem Zimmer verteilen, nicht direkt am oder auf dem Gehege, nicht dass eure Fellnasen sich erkälten. Direkte Sonnenstrahlung auf das Gehege sollte verhindert werden. Wenn vorhanden, könnt ihr die Rouladen über den Tag geschlossen halten. Der Wassernapf sollte selbstverständlich täglich neu befüllt und gereinigt werden. Stellt den Wassernapf am besten in der Nähe von dem Nest eurer Fellnase, so ist garantiert, dass sie auch zum Trinken kommt. Gekühlte oder angefrorene Sachen gehören nicht ins Gehege, denn sie können zur Unterkühlung führen und somit unsere Fellnasen krank machen. Im Gehege selber kann man aber mit Granit oder Ton kühle Flächen anbieten. Tonverstecke kann man zusätzlich leicht anfeuchten. Auch alte Badfliesen können eine kühle Sitzgelegenheit bieten. Nicht nur Frischwasser, sondern besonders wasserreiche Gemüsesorten wie Gurke, Salat oder Zucchini sollten täglich angeboten und erneuert werden. Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, auch wenn das Wetter noch so schön ist, Nagetiere wie Hamster oder Rennmäuse haben im Garten nichts zu suchen. Auslauf sollte nur im Zimmer angeboten werden. Ebenso solltet ihr davon absehen, die Zimmer oder Gehege mit Ventilatoren zu kühlen. Es kann schnell zu einer Lungenentzündung kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Eure Bibi.